Es wurde heute schon erwähnt, dass der Kreissaal, in dem ich arbeite, geschlossen werden soll bzw. zusammengelegt werden soll mit einem anderen Kreissaal und dass das auch sehr wohl etwas mit Frauenrechten zu tun hat. Der Kampf für unsere reproduktiven Rechte, für unsere Geburten, unsere Schwangerschaften, Schwangerschaftsabbrüche, kann nicht getrennt sein von unseren Arbeitskämpfen, von den Orten, wo wir Care-Arbeit leisten, von den schlechten Löhnen, die wir erhalten und von den Bedingungen, mit denen wir andere Frauen, versorgen. Und genau das kriegen wir gerade zu spüren im Kampf gegen die Schließung von unserem Kreissaal. Die Schließung ist für 2024 vom Stadtrat geplant und es ist eine reine Maßnahme aus wirtschaftlichen Überlegungen, aus finanziellen Druck und nicht, weil nicht weniger Kinder in München geboren werden. So ist es nämlich nicht. Es werden immer mehr Kinder geboren. Und es bedeutet ganz klar, für die Frauen, die im Münchner Osten, im Umland schwanger sind, sehr weite Wege, Probleme, überhaupt im richtigen Moment gut versorgt zu werden. Leute, die kein Auto haben, müssen super weit zum nächsten Kreissaal kommen mit und diese, wie sie das machen, ist ihnen völlig selbst überlassen. Darum wird sich nämlich nicht gesorgt. Und genau dagegen stellen wir uns als die Hebammen des Kreissaals, weil wir unseren Arbeitsplatz dort nicht verlieren wollen, aber auch, weil wir denken, dass es alle Frauen verdient haben, während dieser Situation gut versorgt zu sein, die Wahlfreiheit zu haben, wo sie gebären wollen und nicht einfach auf den nächsten riesigen Kreissaal angewiesen zu sein, der halt dann irgendwo ist. Und dagegen haben wir eine Petition gestartet und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr sie weiter unterstützt. Die Petition richtet sich an den Stadtrat und ist zu finden unter Kreissaal der Werner-Petition, aber wir verteilen auch Flyer und sonst könnt ihr einfach Klasse in Klasse ansprechen. Vielen Dank.